Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war soeben bei Action. Ich habe in den letzten 5 Monaten eine exzessive Action-Liebe, entwickelt und habe echt eben super, super viele Sachen gekauft. Und diesmal ist der Fokus tatsächlich nicht nur unbedingt auf dem Make-up, sondern auf allem. Normalerweise, wenn ich zu Action gefahren bin, bin ich direkt in die Make-up-Richtung gegangen. Heute bin ich aber wirklich mal komplett durch den gesamten Action gelaufen und habe viele Produkte gesehen, die ich persönlich super spannend fand. Vor allen Dingen auch für unser neues Haus. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt mit dem Video. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt. Und ihr findet hier montags, mittwochs und freitags 3 Videos mit dem Thema Drogerie-Make-up, Hauls, aufgebraucht, alles Mögliche, was ihr wollt. Und ich würde vorschlagen, let's go. Zuallererst, das Schätzchen habe ich einmal unten gelassen, denn das ist so schwer gewesen, dass ich mir fast den Rücken damit überhoben habe. Aber ich war jetzt wirklich Monate auf der Suche nach einem Kärcher. Falls ihr Kärcher nicht kennt, die haben ja alles. Aber ich wollte diesen Kärcher, diesen Hochdruckreiniger haben. Und ganz ehrlich, 400 Euro für etwas, was Wasser pustet, war mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Aber ich habe einen bei Action gefunden. Zufälligerweise. Ich habe ihn weder im Prospekt noch online gesehen und habe tatsächlich einen Kärcher für knapp 74 Euro gekauft, was ein wirklich super, super guter Preis war. Ich habe auch bei Amazon parallel im Laden geguckt und habe keine günstigere Alternative gefunden. Ich dachte, komm, jetzt hast du ihn schon. Und da es dann doch noch ein paar Wochen dauert, bis wir ins Haus kommen können, so 3 ungefähr, dachte ich mir, naja, probierst du es mal aus und dann hast du den schon. Da war ich ganz aufgeregt. Ich habe die Tüte einmal vor mich hingelegt. Ihr kennt meine Hauls. Sie haben weder ein bisschen einen roten Faden. Ich greife in die Tüte und schaue, was hier alles drin liegt. Ich habe natürlich auch schon so ein bisschen ans Haus gedacht und ein bisschen an meine Hobbys, die ich jetzt entwickeln werde. Ich werde ja jetzt Gärtner und da freue ich mich ganz doll drauf. Und da habe ich mir hier Anzuchttöpfe gekauft. Die sind total günstig gewesen. Die sind aus Papier, glaube ich. Die kann man dann auch so in die Erde packen. Und da ich ja gerade ganz viel Gemüse hier schon angebaut habe und meine Radieschen sind schon gesprossen und mein Salat ist schon da und was habe ich noch? Gurke, die kommt jetzt gerade und die Wassermelone braucht auch noch. Aber ich will ganz viel Gemüse anpflanzen und das im Garten machen und so ein bisschen Selbstversorger werden. Das war schon immer mein Traum. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das umzusetzen, weil wir jetzt einen Garten haben. Und da dachte ich mir, ich muss jetzt schon anfangen, das Gemüse wenigstens anzuziehen, weil es ist schon Mai und das ist schon recht spät. Aber vielleicht kriege ich ja dann doch zum Ende des Jahres schon mein erstes Gemüse. Da freue ich mich drauf. Nun gut, ich habe Farbrollen gekauft. Ich muss nämlich tatsächlich hier meine Wohnung auch noch streichen. Beziehungsweise nur das Schlafzimmer eigentlich, weil da habe ich ja diese blaue Wand gemacht. Habe aber schon hier diese Farbrolle mitgenommen. Davon habe ich eine große und 2 kleine mitgenommen. Die waren wirklich, wirklich günstig. Ich glaube so 60 Cent oder so, was schon in Ordnung ist. Ich bin ehrlich, ich bin gespannt, wie es ist. Danny meinte, es gibt wirklich große Unterschiede bei Farbrollen. Deswegen, ich werde euch sagen, wie es funktioniert hat. Aber ich denke mal, um eine Wand zu streichen, sollte es in Ordnung sein. Farbe haben wir ja neulich schon gekauft. Passend dazu diese Farbroller. Ich habe irgendwo welche gehabt, als ich hier eingezogen bin. Aber ich habe sie tatsächlich nicht mehr gefunden. Und deswegen habe ich jetzt nochmal 2 saubere mitgenommen, die verschwinden ja eh am Ende immer wieder, aber die fühlten sich auch sehr hochwertig an. Also die, die ich damals im Euroshop gekauft habe, die waren so flimsy und da hast du gerollt und dann flog dir die ganze Rolle ins Gesicht. Habe ich keine Lust drauf. Da habe ich mich tierisch gefreut. Kennt ihr das? Das sind diese Meister Proper Magic Schwämme, diese Zauberschwämme, Power Sponges. Ich habe ein ganz großes, krieg sofort Gänsehaut. Ich kann das nicht anfassen. Dieses Schaumstoff, diese Seht ihr das? Ich kriege sofort Gänsehaut nur von diesem Geräusch, von diesem Schaumstoff und da wird mir ganz Angst und Bange. Aber ich habe hier tatsächlich vor allem hier oben echt viele Flecken an der Wand, weil Stuhl hoch, Kiste hoch, Lampe von A nach B und damit kannst du natürlich die Wände so ein bisschen sauber machen.
ohne sie komplett neu streichen zu müssen. Und da dachte ich mir, okay, die waren günstig. Ich war gestern bei Rossmann, da hatten sie sie tatsächlich nicht. Und deswegen habe ich sie da mitgenommen. Es sind 5 Stück drin und die sind wirklich, wirklich krass. Die 2 Masken musste ich unbedingt wieder mitnehmen. Das sind die The Mask Doctor. Und die hatte ich neulich schon mal bei einem Action Haul euch gezeigt. Und ich habe sie wirklich geliebt. Die waren richtig, richtig gut. Die waren günstig. Das ist Korean Skincare. Einmal in Kollagen und einmal in Retinol. Die werde ich jetzt tatsächlich nicht benutzen. Die benutze ich erst im Herbst wieder. Aber ich weiß nicht, ob ich vor dem Herbst nochmal zu einem Action komme. Deswegen habe ich die jetzt wirklich nochmal mitgenommen. Retinol ist, ich schwöre auf Retinol. Ich liebe Retinol. Aber im Sommer ein bisschen weniger. Ein Brokkoli. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich Brokkoli mitgenommen habe, aber ich dachte, ich habe überlegt, was kaufe ich eigentlich immer, wenn ich einkaufen gehe, und Brokkoli ist ja auch recht teuer geworden, und dann dachte ich mir, naja, so ein paar Brokkolisamen könnte ja nicht falsch sein, aber ich habe nicht weitergedacht, und immer wenn ich Brokkoli kaufe und ihn mir dann zubereite, dann denke ich mir so, ist jetzt auch echt nicht so geil, ne? Aber nun gut, ich glaube, wenn man das selbst angebaut hat, dann weiß man das auch viel mehr zu schätzen, und deswegen, ich gebe euch ein Update, vielleicht mache ich einen zweiten YouTube-Kanal auf Maxim die Gärtnerin oder so, und dann pflanzen wir unser eigenes Gemüse. Das fand ich so, so schön. Das ist so ein Seifenquader. Den gab es einmal in Lila mit Lavendel. Ich hasse Lavendelduft. Und ich glaube Olive oder so. Oh, die riecht, riecht halt leider auch nach Lavendel. Okay, nicht so schlimm. Dann gebe ich die erst meiner Mama. Die kann die einmal leer machen und mir das Ding dann wiedergeben. Weil ich fand, das sah so schön aus. Ich habe ja in dem Haus unten ein Bad für mich und für Insta-Stories und so. Ich will natürlich auch mehr Content im Haus selber machen und nicht immer nur hier oder unten am Esstisch. Und dafür möchte ich ein schön hergerichtetes Bad haben. Und da fand ich diese Seifenspender eigentlich ganz toll. Es riecht tatsächlich okay. Ich bin nur irgendwie schwierig mit Lavendel. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Hier sind noch 2 kleine Pinsel, um die Ecken sauber zu machen. Auch die haben sich echt gut angefühlt. Ich habe diesmal aber auch synthetische Haare genommen, weil ich der Meinung bin, dass wenn ich mit diesen Echthaarpinseln oder diesen Borstenpinseln irgendwie dann unten die Türzagen oder so lackiere oder streiche, dass dann immer so einzelne Haare rauskommen. Da bin ich gespannt, wie die funktionieren. Da bin ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich mich nicht ekel oder so, aber das sind diese Exfoliation Socks. Und ich hatte es euch neulich erzählt, ich hatte eine Blase unten an der Fußsohle und musste die entfernen lassen, weil ich nicht mehr richtig laufen konnte. Und ich dachte mir, dass das alles schön aussieht, probiere ich mal diese Exfoliation Socks aus. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon mache oder vielleicht erst im Winter, wenn man die Füße eh nicht sieht. Hier habe ich dann passend dazu die Cracked Heel Cream mitgenommen von Footsteps. Die soll für diese trockenen Stellen hinten am Fuß gut sein. Es klingt halt total eklig, ne? Aber ich habe so richtige, ich finde, ich habe Hobbitfüße. Deswegen, vielleicht kriegt man die mit ein bisschen Creme ein bisschen schöner. Dann habe ich das online gesehen und das sind Steam Eye Masks ohne Duft. Das fand ich sehr gut, weil die meisten Action-Produkte sind ja eher ein bisschen günstiger und die meisten günstigeren Pflegeprodukte zumindest haben dann auch immer Duftstoffe mit drin. Die soll man auf die Augen machen, im Flugzeug, im Zug, im Bett oder in der Badewanne. Soll einfach die Augen ein bisschen bedampfen, ein bisschen, ja, was soll es denn können? Sie soll warm werden und relaxen. Bin ich gespannt. Dann habe ich mich gefreut, dass es einen Sonnencreme-Aufsteller gab. Und den probieren wir jetzt tatsächlich auch gleich aus. Der ist von Zenova. Ein Lippenbalsam UVA, UVB High. Eine Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor. Ich finde, das fehlt so ein bisschen in der Drogerie. Wobei neulich habe ich es, glaube ich, gesehen. Bin aber dran vorbeigelaufen. Lippenschutz mit Lichtschutzfaktor. Eure Lippen sind super, super dünn. Schmeckt sogar gut. Eure Lippen sind sehr, 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 sehr dünn. Und wenn ihr damit auf eure Lippen geht, vor allen Dingen draußen, ne? Im Gesicht hält die Sonnencreme ja doch ein bisschen länger als auf den Lippen, wenn man was isst oder wenn man was trinkt. Und den einfach in die Tasche, wenn es jetzt richtig, richtig knallig heiß wieder wird, 30, gibt es auch in 50, der war jetzt aber nicht so teuer. Das musste mit, da bin ich richtig gespannt. Wir haben hier nämlich die Bijou
Lip Collection von Max & More. Ein Lippenstift-Set mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen Lippenstiften in verschiedenen Neotönen. In hellem Pink, in einem dunkleren Neoton, in einem helleren Neoton. Und ich fand vor allen Dingen die Farbe Wild Nude total spannend. Die geht wirklich so ein bisschen in die braune Richtung. Falls ihr Erfahrungen mit Max & More Produkten habt, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Auch das musste mit. Das hat... Durch diese ganzen Hauls, die ich ja andauernd hier drehe, ne, habe ich ein Lager an Shampoos und Duschgelen und allem möglichen Kram mittlerweile. Aber ich bin so ein Geruchsmensch. Und das war das Inecto Essentials Shampoo, feuchtigkeitsspendend und revitalisierend, Kokosnuss. Und ich finde, im Sommer ein Kokosnuss-Shampoo ist das Beste, was du machen kannst. Das ist so... schön, das riecht so gut. Und wenn dann, ich habe mittlerweile recht lange Haare bekommen, ne? Also die gehen mir schon bis hier oben. Die, wenn ich nichts drin habe oder keine Mütze auf habe und dann ab und zu mal so ein Windhauch durch die Haare geht. Love it. Das musste tatsächlich auch noch mit. Eine Soße, beziehungsweise habe ich zwei mitgenommen. Ich hatte die schon mal in einem Action Haul gekauft. Und das ist die geilste, Entschuldigung, beste Knoblauchsoße ever. Die Saucy. Ich glaube, es ist eine polnische Marke, oder? Nee, made in Belgien. Eine belgische Marke. Eine Knoblauchsoße, super, super lecker. Und dann habe ich die noch mitgenommen. Ich glaube, das ist eine Zwiebelsoße. Sah auch super gut aus und die waren echt nicht teuer und die halten lange. Das ist ein halbes Kilo Soße. So viel Soße esse ich dann auch wieder nicht. Aber wenn man manchmal, wir bestellen im Moment sehr oft, weil wir einfach abends dann nicht mehr so viel Energie haben, dann auch noch groß zu kochen. Und dann bestellen wir halt Sachen, wo dann oft die Soße vergessen wird. Und wenn du dann sowas zu Hause hast, love it. Weiter geht es mit einem Produkt. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin im Moment total auf dem Self-Tan-Trap. Ich glaube, ihr könnt es so ein bisschen erahnen. Ich bin ja mittlerweile so exzessiv mit Lichtschutzfaktor unterwegs. Trage morgens schon 50 und trage im Alltag, wenn es richtig, richtig heiß ist, auch kaum noch Make-up, um einfach regelmäßig Lichtschutzfaktor rüberzupacken. Dadurch sehe ich natürlich unter dem Make-up aber auch aus wie ein kleines Nachtgespenst. Und um so ein bisschen Farbe ins Gesicht zu geben, habe ich von Tan Revel dieses Spray bekommen. Das macht so ein bisschen wie so ein Airbrush-Ding. Keine bezahlte Werbung. Ich weiß nicht, woher sie meine Adresse haben. Auf einmal war dieses Ding da und I love it. Das ist aber gar nicht so günstig. Und deswegen habe ich hier von Beauty Department ein Self-Tan Water mitgenommen. Mit Arganöl, Olivenöl und Karottenöl. Mal schauen, wie es riecht. Es riecht sehr alkoholisch. Soll aber schnell einziehen, ohne Orangetöne. Bin ich gespannt. Ich bin ja vom Typ her eher so ein bisschen Oliv. Und das fand ich... Vielleicht habt ihr damit Erfahrung gemacht. Was ist denn so eine richtig, richtig, richtig gute Selbstbräunermarke? Also Tan Revel liebe ich, muss ich sagen. Tan Revel, please, let's work together. Wirklich ein wirklich klasse Gerät. Die Bräune ist schön und sie geht auch ebenmäßig wieder weg, ohne dass es fleckig wird. Das ist echt verrückt. Aber so eine gute Selbstbräunermarke wäre ich echt mal gespannt, was ihr mir da empfehlt. Dann musste ich für meinen Maskenmontag mit Maxim, den es ab sofort ja auch wieder auf TikTok gibt, eine Vitamin Shot Face Mask mit Vitamin A, E und B5 mitgenommen. Sieht ein bisschen billig aus, muss ich sagen. Die Verpackung fühlt sich auch so an. Und ich bin so ein bisschen vorsichtig mit den Action-Sachen, die dort landen, weil ich mir dachte, okay, das kann nicht so krass sein. Aber das ist bio-based und ich habe auch wirklich auf die Inhaltsstoffe geguckt und da ist jetzt nichts drin, wo ich sofort einen Schock bekommen habe. Also mich schockt jetzt Parfüm, schockt mich nicht und Alkohol schockt mich jetzt in Masken auch nicht. Aber das fand ich echt spannend. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und ist bio-based, was auch immer das heißt. Und dann fand ich das so süß. Schaut mal, passt sogar hier ins Thema mit rein. Hier steht Dog drauf. Ich finde, das sieht aus wie ein kleiner Bär. Eine Handcreme. Und die ist sogar noch zu. Gab es auch noch mit Katze und ich glaube... Meerschweinchen oder so. Riecht gut. Und fühlt sich auf den ersten Eindruck wirklich gut an. Und dann, Freunde, boah, das muss ich euch zeigen. Das muss ich mitnehmen. Ich werde es meiner Mutter geben, weil ich glaube, die wird es lieben. Dieses Ding hier. Erstmal Packaging Iconic. Das ist eine Bodylotion mit Duft. Und ich habe daran gerochen. Boah, ich bin umgefallen, ne? Das riecht. Kennt ihr Brazilian Bum Bum Cream von Sol de Janeiro? Gab es ja auch mal von, glaube
Balea und auch von Isana, so eine Limited Edition, die genauso gerochen hat. Und die riecht 1:1 genauso. Ein bisschen tropisch, ein bisschen nach Weihnachten, nach Kokos, nach Maracuja. Und das ist vom Duft her auf jeden Fall ein Dupe zu der Brazilian Boom Boom Cream. Und die ist mir einfach zu teuer. Ich bin nicht Beyoncé. Ich bin nicht Beyoncé, dass meine Haut eine Creme für 40 Euro braucht. Meine Haut ist... meine Haut. So, wisst ihr, was ich meine? Und da dachte ich mir, es riecht gut. Ich habe die Bam Bam Cream ja auch wirklich nur für den Duft geholt. Und das ist wirklich ein klasse, klasse Dupe. Und das war es tatsächlich auch schon von meinem Action Haul. Diesmal war es wirklich so ein bisschen bunt durchmischt, weil ich einfach auch gerade Sachen brauche und ich jetzt nicht so viele unnötige Sachen mitnehmen wollte. Eher so Sachen, die ich wirklich gut aufbrauchen kann, die man gut weitergeben kann, wenn sie einem nicht gefallen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne mal eure Action-Favoriten in die Kommentare. Eigentlich wollte ich die Eliza Jones Produkte nachkaufen. Sie waren aber auf einmal nicht mehr da. Deswegen habe ich es dann leider gelassen. Aber ich habe ja eh erst meinen Skincare gerade aussortiert. Freunde, wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Ich glaube sogar schon... nee, da habe ich was anderes für euch. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss!